ja für unsere Dorfpost-Reihe unterwegs. Mit bekannten Persönlichkeiten geht es heute weiter mit Aurelio Kais, dem schillerndsten, erfolgreichsten, alteingesessensten Eisdielen-Inhaber Neheims. Ach, was sage ich Neheims? Arnsbergs. Und da gehen wir jetzt mal hin und fühlen ihm auf den süßen Zahn. Ja, wir wollten Sie heute mal besuchen. Heute ist der heißeste Tag des Jahres. Und wir dachten uns, wir bringen vielleicht mit Ihrer Hilfe den beiden Bürgermeistern. Das ist sehr schön. Ein Eisbecher. Und Sie dürfen bestimmt welche Sorte. Ach, sagen Sie Erdbeer. Einfach mal eine Sorte. Erdbeer. Erdbeer und Sie? Vanille. Karamell. Banane. Stracciatella. Es gibt schon Karamell, Stracciatella, Schokolade, Erdbeere, Vanille und? Malaga. Amarena. Amarena. Okay, eine können wir noch gebrauchen. Eine können wir noch gebrauchen. Okay, war irgendwas ausgefallen ist, so. Tiramisu. Weinbergschnecken oder sowas. Weinbergschnecken sind schon abgelehnt worden. Wir haben Joghurt mit Zwetschgen. Nehmbar. Joghurt mit Zwetschgen. Wer ist denn so? Wir haben schon ausgefallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist unser Gefährt. Übrigens nicht irgendein Gefährt, sondern ein Elektroauto. Das hat uns die Firma Hoffmann zur Verfügung gestellt. Ja, wie geht das auf? Das ist jetzt... Wir sind ja beide Kinder der 60er. Genau. Da kann man das nicht mehr. So, jetzt fahren wir nach Arnsberg. Schön. Heute ist, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, der 12. Städtetag. Städtetag. Ja. Zwischen Arnsberg und Sondern. Und da findet man etwas ganz Seltenes, nämlich zwei Bürgermeister auf einem Haufen. Das ist schön, das ist selten. Das sind ja auch nicht irgendwelche Bürgermeister, sondern unsere Bürgermeister. Eisverkäufer zu sein, ist ja wahrscheinlich der schönste Beruf der Welt. Ne? Ich stelle mir das so vor, das ist so ähnlich wie Schornsteinfeger. Jeder hat irgendwie positive Assoziationen damit. Werden Sie auch immer angefasst und so, weil das Glück bringt? Ja, das kann, nee, nicht so, nicht angefasst, aber wenn Sie jetzt schon Schornsteinfeger sagen, also mir fällt dann ein Lied ein aus Italien, da macht der Schornsteinfeger aber nicht alle glücklich, nur ein Teil der Menschheit. Nämlich? Die Frauen. Ah, oh, okay. Das war ein ganz freches Lied. Ja, das ist in Deutschland, glaube ich, der Postbote. Das ist der Postbote, genau, das könnte der Postbote in Deutschland sein, genau. Es ist auf jeden Fall einer der schönsten Berufe. Mich freut es immer wieder, Leute glücklich zu machen, besonders Kinder. Also das ist, die Kinder sind immer die spontan dir sagen, das hat mir geschmeckt oder nicht. Also die sind... sehr offen mit den Antworten und bei Kindern kann man immer wieder testen, ob was gut funktioniert. Ob was gut funktioniert und okay, ob die glücklich sind und das ist immer das Schöne. Also wir machen auf jeden Fall alles, was wir können, selber. Sie haben ja mal erzählt, das wäre irgendwie ein geheimes Familienrezept. Sie haben jetzt hier, Herr Kais, exklusiv in der Dorfpost die Chance, die Welt guckt Ihnen zu, dieses Rezept zu veröffentlichen. Bitte. Also ich werde immer nachgefragt oder Leute denken immer, es ist Geheimnis. Ne? Also ich habe keine Geheimnisse. Also es können heutzutage keine Geheimnisse mehr geben im Eis. Was willst, also
wir machen Eis mit Naturprodukte. Das ist das, was ich vom Papa gelernt habe. Und wir nehmen Milch, Eier, Zucker. Das ist unser Bestandteil bei Milcheis. Wir kaufen da, wo es möglich ist, auch die Produkte direkt von den Herstellern. Also mit da, wo es geht, mit frischen Produkten oder mit tiefgefrorenen Produkten. Okay. Das ist wichtig. Aber ich habe noch eine andere Frage an Sie. In meiner Kindheit war das immer so, dass dass das Eisverkäufergeschäft total abhängig war vom Wetter. Ne? Also, wie war denn das Jahr bis jetzt eigentlich bei Ihnen? Das Jahr war sehr, sehr gut. Also es war schon ein sehr schönes Jahr mit viel Sonne, wenig Regen. Da werden einige nicht glücklich sein, dass es wenig Regen gab. Also, aber bei uns, also für uns ist Sonne wichtig, Temperatur wichtig. Also ich finde, es war schon unser Jahr. Wie ist denn das eigentlich? Früher war es ja auch so, da zogen die Eisdielenbesitzer im Winter immer nach Italien und machten Ferien. So wie der Schwarzstorch im Wildwald. Ja. Der geht auch immer gen Süden, wenn es ihm hier zu kalt wird. Sie bleiben ja eigentlich mit Ihrem Geschäft am Dom immer da. Das ist sozusagen ein Standvogel. Ja, also früher gab es auch in Eisdielen nur Eis. Also man hat in den Eisdielen Eis hergestellt, kaum Kaffee verkauft, kaum Getränke verkauft. Also ich kenne noch die Zeiten in Arnsberg. Also mein Vater hat die erste Eisdiele in Arnsberg eröffnet. Das war 1963. Da gab es nur Eis. Und deswegen hat man auch erst so Mitte Februar aufgemacht. Und man hat Mitte Oktober spätestens die Eisdielen wieder geschlossen und ist nach Italien gefahren. Deswegen hat sich vieles geändert. Und es hat sich was ganz Wichtiges geändert. Ich habe Familie in Deutschland. Meine Kinder gehen in Deutschland zur Schule. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir die Eisdielen nicht mehr schließen. Ja, ja. Sie würden sagen, Sie sind eigentlich richtig in Deutschland angekommen, ne? Ich bin definitiv richtig in Deutschland angekommen. Also. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, bevor wir gleich bei den beiden Bürgermeistern sind. Den sollten wir vielleicht irgendwie übrigens eine Nachricht schicken, dass wir sie gleich überraschen. Die werden heute auf jeden Fall nichts anderes mehr essen können, wenn sie. Okay. Wie viele Kugeln haben wir jetzt für die? Ich glaube, wir haben 6 Kugeln oder 7 sogar mit Sahne. Ja, also die, brauchen kein Mittagessen. Das sollte für den Rest des Sommers reichen. Und bei dem schönen Wetter ist es auch. Okay, und kriegen wir die Sorten noch zusammen? Ich bin ja Laie, also ich darf anfangen. Okay. Also wir haben Schokolade. Karamell, Schokolade, Erdbeer, Vanille. Malaga? Ja. Und die 6. fehlt mir. Joghurt. Joghurt. Zwetschge. Ja, genau. Das ist die neue Neuerrungenschaft. Ne? Genau. Okay, aber ich habe noch zwei Fragen. Erstens, was ist eigentlich Ihre persönliche Lieblingseissorte? Ich bin nussig. Ich mag Haselnusseis, Pistazieneis. Okay. Ich liebe auch Schokolade, aber und Schokolade mit Amarena-Soße und Sahne ist für mich auch ein Traum. Aber ich hatte ja gesagt, ich habe zwei Fragen an Sie. Die zweite stelle ich im Namen meiner gesamten Familie. Warum haben sich eigentlich alle Eisdielen der Welt dazu verschworen, nur völlig unbrauchbare, wasserabweisende Servietten zu verwenden? Gute Frage. Wenn Sie 5 Kinder haben, die sehen nach einem Besuch in der Eisdiele alle aus wie Frankensteins Gesellenstück. Tatsächlich sind es gar keine Servietten. Sondern sind es Servietten, die dafür gedacht sind, um das Hörnchen in der Hand zu nehmen und dem Kunden zu überreichen. Und nicht, damit man sich den Mund damit abwäscht. Und womit wischt man sich in Italien den Mund ab? Mit echten Servietten. Mit echten Servietten, die haben wir auch. Also die am Närmer Markt sind zwei komplett verschiedene Eisdielen, also auch publikummäßig komplett anders. Am Markt ist ein bisschen mehr Besuch, weil die Möglichkeit größer ist, mehr Tische und Stühle rauszutun. Ja, obwohl die andere hat doch auch eine Außengastronomie, ne? Ja, aber begrenzt. Also da kann man 28, 26 Tische raustun. Närmer Markt hat natürlich die Möglichkeit, ganz viele Tische raufzutun. Da kannst du bis zu 50, 60 Stück haben. Bestuhlen, So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was die Herrschaften
sagen. Wir haben ja, na, doch keinen Parkplatz. Das ist ein Behindertenparkplatz, den wollen wir lieber nicht zuparken, oder? Nee. Ah, ich habe eine andere Idee. Moment, da vorne war doch was frei. Wir stellen uns da vorne hin. So. Die paar Minuten. Können wir auch. Also, wenn wir einen Strafansatz kriegen, dann legen wir es einfach zum Eis dazu. Genau. So, Herr Kais. Sind Sie aufgeregt? Ein bisschen nicht. Ja, Herr Bittner ist ja schon Kunde bei uns, deswegen. Den müssen Sie nicht mehr überzeugen. Nee. Alles klar. Den, ja, überzeugen doch immer wieder. Haben da was für den Bürgermeister? Oder Morgen. Bürgermeister. Ja, Morgen. Hallo. Das riecht nach Ärger, Herr Bürgermeister. Guten Morgen. Sie sind wahrscheinlich die einzigen, denen wir was mitgebracht haben. Hätten wir das gewusst, hätten wir Ihnen auch eins mitgebracht. Oder? Das kriegen wir noch hin. Aber nicht mehr heute. Na gut, ein bisschen Ärger willst du beieinander geben. Ja, das ist ja schön. Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Jörg Kais und die Dorfpost schenken ihren beiden Städten eine neue Eiszeit. Das ist ja, die brauchen wir. Sie sehen sich jetzt 250 Millionen Jahre nicht mehr. Ja, das wäre schade. Dann lass uns heute noch mal einen trinken. Ja. Ja, also das sollten Sie ausnutzen. Ja, ich nehme das mal in den Weg. Dankeschön. Danke, wir sind auch schon wieder weg. Was machen Sie? Sie fahren überall rum und bringen Menschen Eis? Nee, nur Bürgermeister. Nur Bürgermeister. Ach so. Sind Sie eigentlich CDU oder sind Sie SPD? Beides nicht. Nein? Weil ich Grün bin. Ah, ja, guck an. Ich bin aber deshalb in der schönen Lage, weder CDU noch SPD zu sein. Okay, also, genießen Sie das Eis. Ja, danke schön. Ja. Danke schön. Schön, okay. Dass Sie so gut zusammenhalten. Ja, wir arbeiten. Ich warte mal. Tschüss. Ciao. So, Herr Kais, das war unser kleines Abenteuer mit dem Städtetag. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und schönen Gruß an Ihre Familie. Mach ich, danke. Ihnen auch. Bye, bye. Dankeschön. Ciao.